Hallo ihr Lieben, heute erkläre ich euch, wie man in ganz wenigen und leichten Schritten sich die Augenbrauen richtig zupft und die so zupft, dass sie auch ins Gesicht passen. Das ist ein Video, das gehört zu meiner Lenas Make-up Basics Reihe und es würde mich freuen, wenn ihr euch auch die anderen Videos davon anschaut. Ein paar davon verlinke ich euch am Ende des Videos und dann fangen wir auch mal an. Falls euch übrigens der Eyeliner gefällt, den ich drauf habe, das ist auch ein Video, das ich gedreht habe und das verlinke ich euch in der Infobox. So, wir fangen dann mal an. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen irgendeine Art von Pinsel oder ein langer Stift. Dann brauchen wir eine Pinzette natürlich zum Haare rausziehen. Und wir brauchen, das ist jetzt auch der Stift, den ich benutze, weil dieser lange Pinsel, so ein Bürstchen für die Augenbrauen durchzubürsten. So, und dann fangen wir mal an. Meine Augenbrauen sind schon ja ziemlich gut gezupft eigentlich. Ich brauche hier unten Spiegel, also nicht wundern, warum ich jetzt nach unten gucke. Und dann nehme ich erstmal das Bürstchen und bürste alle meine Härchen so ein bisschen ja nach oben und in die richtige Richtung. Und jetzt gucken wir erstmal, wo muss die Augenbraue anfangen, muss sie aufhören und wo muss sie ihren höchsten Punkt haben. Dafür brauchen wir jetzt diesen Pinsel oder diesen langen Stift. Und wir müssen immer aufpassen, es ist jetzt wichtig, wo unsere Nase sitzt und wo unsere Augen sitzen. Und damit wir wissen, wo die Augenbraue anfängt, nehmen wir diesen Stift und legen ihn hier an den Nasenflügel an. Und der muss hier am Augeninnenwinkel entlang gehen. Und dann müsste genau da, wo der Pinsel jetzt aufhört, die Augenbraue anfangen. Und auf der anderen Seite gucken wir mal nach. Ja, passt auch. Okay, das heißt, so legt ihr den Anfang eurer Augenbraue fest. Und jetzt schauen wir mal, wo das Ende der Augenbraue ist. Dann nehmt ihr auch wieder diesen Stift, setzt ihn am Nasenflügel an und am Augenaußenwinkel. So, und da, wo er endet, müsste auch eure Augenbraue zu Ende sein. Und das stimmt bei mir auch. Kontrollieren wir mal die andere Seite. Ja, einigermaßen. Meine natürliche Augenbraue ist ein kleines bisschen kürzer. Aber das ist gar kein Problem. Ihr müsst ja auch ein bisschen auf eure natürliche Augenbraue achten. Aber wenn ihr die Augenbrauen ausmalt, könnt ihr die natürlich dann minimal verlängern. So, dann müssen wir natürlich noch gucken, wo dieser Höhepunkt ist. Weil eine Augenbraue ist ja nicht gerade, sondern die biegt sich ja so. Und dafür nehmen wir wieder diesen Pinsel oder Stift und legen ihn Nasenflügel an, gucken geradeaus und er muss durch das Mittlere der Pupille gehen. Ja, ich hoffe, ich mache das jetzt richtig, weil ich sehe mich jetzt gerade aktuell nicht so. Gerade mal meinen Spiegel. Ja, das stimmt auch. Ihr seht, hier müsste der höchste Punkt sein und das ist bei mir der Fall. Und das sind einfach so ein paar Sachen, da könnt ihr ganz leicht drauf achten. Und so könnt ihr euch ja dann mit Kajal zum Beispiel ganz leicht Punkte hinmalen, wo hört die Augenbraue auf, wo fängt sie an, wo ist der höchste Punkt. Und nach dem Motto könnt ihr dann eure Augenbraue zupfen. Und dann gehen wir auch schon zum Zupfen. Dafür müsst ihr eure Augenbraue einmal komplett nach oben kämmen. So. Und dann nehmt ihr eure Pinzette und zupft die Haare, alle die unten drunter sind, weg. Achtet darauf vielleicht, dass ihr die Haut so ein bisschen spannt, wo ihr zupft und dann tut es einfach nicht so arg weh. Also es kann schon ein bisschen schmerzhaft werden. Und das gleiche macht ihr auf der anderen Seite auch. Also ich zupfe die jetzt nicht, weil die sind schon gezupft. Aber so sollt ihr vorgehen. Und dann spannt ihr das wieder und zupft unter der Augenbraue alles weg. Augenbrauen zupfen ist hauptsächlich einfach unter der Augenbraue. Es gibt auch ganz viele, die oben zupfen. Es kommt aber ganz drauf an, was ihr einfach für eine Augenbraue habt. Und dann könnt ihr natürlich die auch einmal nach unten kämmen und gucken, was da übersteht. Aber da ich es nicht so sehr mag, die so ganz dünn zu zupfen, zupfe ich nur von unten. Außer hier hinten, da möchte ich es natürlich ein bisschen dünner haben, da zupfe ich dann von oben und von unten. Und ja, das war eigentlich schon so alles. Also Augenbrauen zupfen ist echt einfacher, als man denkt, wenn man die paar Tricks kennt. Und
Mein nächstes Video geht darum, wie man die Augenbraue richtig ausmalt. Das verlinke ich euch jetzt hier am Ende des Videos. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und schaut euch doch noch das andere Video an. Tschüss! So, hier sind nochmal zwei Videos verlinkt. Hier ist einmal, wie man den Eyeliner richtig aufträgt, den ich gerade auch drauf habe, oder auch dünner. Also hier ist so All About Eyeliner. Und hier seht ihr das Video, wie man die Augenbraue richtig ausfüllt. Ihr wisst ja schon, wie man sie zupft, aber zum Ausfüllen gibt es auch noch ein paar Tipps und Tricks. Und ich hoffe, ihr schaut euch die Videos an und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!